Hartes Training, Motivation und Nerven aus Stahl, das brauchen die Let's Dance Stars, um Freitagabends Tanzfläche massig zu punkten. Aber hier und da kann eine Portion Glück auch nicht schaden. Damit in der Live-Show keine Patzer passieren und einfach alles nach Plan läuft, schwören unsere Promis und Profis deshalb auf Glücksbringer. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Warum Christina Lufts Talisman den einen oder anderen Tonassistenten verrückt macht und wieso es bei Sarah Mangione ausgerechnet eine Stoffschnecke ist, verraten Sie oben im Video. Janin Ullmann setzt für die Extraportion Glück nicht nur auf zwei verschiedene Glücksbringer. Die 40-Jährige hat zusätzlich noch ganz bestimmte Rituale. Im Interview verrät sie uns: Ich bin total abergläubisch. Ich würde niemals unter einer Leiter durchgehen oder so etwas. Außerdem zieht sie, so wie Tanzpartner Zolt, immer zuerst den linken Schuh an. Der amüsante Grund: Ich mache das, weil Miroslav Klose das früher immer so gemacht hat, bevor er auf den Platz gegangen ist. Zolt hat übrigens auch einen Talisman, ein paar Socken, das er Janin ausgeliehen hat und dann total verwaschen von ihr zurückbekam. Die zweifarbigen Socken hat er seitdem in jeder Show dabei. René Kesseli hat eine Glücksbox von Fans bekommen. Ninja Warrior Germany René Kesselis Glücksbringer ist gleichzeitig ein zuckersüßes Fangeschenk. Eine Box gefüllt mit ganz verschiedenen Teebeuteln und kleinen Notizen. Für jeden Tanz einen passenden Tee, erklärt er uns im Interview. Die Fans wissen nämlich, dass ich sehr gerne Tee trinke. Ganz schön aufmerksam. Na dann, Prost, René.